Moin Moin und hallo heute. Wollen wir mal an dieser Siemens IQ 500 iSensoric Waschmaschine unser Waschmittelfach reinigen. Das solltet ihr jedes Jahr einmal machen oder Menschen, die es noch hygienischer wollen, können das natürlich öfters machen. Hier ist es jetzt wieder an der Zeit, deshalb nehme ich euch jetzt gerne mit. So, ich habe hier einen Auffangbehälter und ein Läppchen dabei am Start und jetzt beginnen wir. Diese Bewegung kennt ihr ja schon. Hier kommt das Waschmittel rein. Römische 1 Vorwaschgang, Römische 2 Hauptwaschgang und das Blümchen ist für den Weichspüler. So, wenn ihr hier rauszieht, merkt ihr, da ist ein Widerstand. Den Widerstand müssen wir brechen, indem wir hier auf diesen Taster drücken. Okay, draufdrücken und dann ziehen. Ne? Nochmal. Okay, zack und kommt raus. Und so haben wir das Ding in der Hand. Läuft, oder? Läuft. Dann haben wir hier drüben eine Dosierhilfe, wie ihr seht. Die kann man hoch und runter klappen. Ne? Die kann man so setzen, dann hilft sie euch beim vor allen Dingen Flüssigwaschmittel zu dosieren. Die kann man aber auch nach hinten schieben, einrasten und sozusagen weglassen, vor allen Dingen, wenn man Pulverwaschmittel benutzt. Hier steht dann 200 Milliliter, 150, 100 und wahrscheinlich dann 50. Hier drüben ist auch eine Dosierhilfe und der Lockmechanismus. Da ist eine Maximallinie, da solltet ihr nicht mehr Weichspüler hineintun. Den können wir von hinten anheben und herausnehmen. Besser zum Waschen. So, und dieses Konstrukt waschen wir jetzt einfach schön mal ab. Sprich, wir geben das zur Handwäsche, ne? Und dann kommen wir mit dem Lappen an und werden noch das Innere reinigen. Hier kann man nämlich reingreifen. Hier ist so ein Weg nach unten, der in die Maschine selber führt. Das heißt, wir nehmen jetzt einen Lappen und wischen uns mal da durch. Einfach rein damit, mit der ganzen Hand, kein Problem. Wenn die Waschmaschine ausgeschaltet ist und jetzt nicht in ein Waschprogramm läuft, sollte dort auch nichts einspritzen. So, jetzt haben wir hier alles schön mal sauber gemacht. Wir können dafür natürlich auch Reinigungsmittel nehmen, die zum Beispiel fettlösend sind, um dann die Rückstände zu entfernen. So, jetzt haben wir das hier schön sauber gemacht und dann können wir gleich auch schon wieder zum Einsetzen der Schublade übergehen. Auch oben die Einlässe solltet ihr mal setzen. Oben kommt das Wasser nämlich dann reingeschossen, was für die einzelnen Waschgänge zuständig ist. Sehr schön. Wundervoll. Nachdem wir dann unsere schöne Freundin hier, sprich den Waschmittelraum, gesäubert haben. Am besten nehmt ihr dort einen Fettlöser, wie zum Beispiel hier so ein, Froschzeugs, ne? Ist schön bio gewesen, Grapefruit-Reiniger als Beispiel, Fettentferner, habe ich das alles ganz gut hinbekommen im Innenraum. Und natürlich haben wir auch jetzt dieses Teil, sprich das Teil, genau das gleiche auch mit diesem Fettentferner gut sauber bekommen. So, jetzt setzen wir es wieder zusammen. Ihr seht hier, ist so ein Pointler, den pointen wir gleich darüber. Und nach hinten gesehen ist dies, maximal ist nach vorne gesehen, vorne. Das heißt, das setzen wir an, drücken das fest, fertig. Hier hinten könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr die Dosierhilfe aktivieren wollt oder deaktiviert hinten lassen wollt. So, und dann kommen wir an und schieben das Teil wieder zurück, zack, hinein. Lack und wischen nochmal einmal drüber. Und damit haben wir unseren Bereich der Waschmittel, Einfüll-Area wieder richtig blitzeblank sauber. Das ist präventiv gegen schlechte Gerüche in eurer Waschmaschine. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback. Bis zum nächsten Mal. So und so.